Donna. Moin Freunde, was geht ab? Heute mal ein ganz besonderes Video. Oha, ein ganz besonderes Frank. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen gerne mit euch unsere Top 5 von Julian Bams Song teilen. Wir haben uns so ein kleines Ranking überlegt. Also Frank hat eine Top 5, ich habe eine Top 5. Schreibt gerne mal eure Top 5 in die Kommentare. Bin gespannt, ob die ähnlich sind wie unsere. Oder komplett anders. Oder komplett anders, wer weiß, wer weiß. Und ich würde sagen... Und es ist unsere Meinung. Genau, es ist unsere persönliche Meinung. Ist, ne? Wenn ihr das nicht so seht, dann ist das okay. Aber bitte, bleibt fair. Eher, Alter. Und ich würde sagen, ab dafür. Geil, let's do it. Ich beginne mein Top 5 Ranking mit dem Song Ja, Nein, Vielleicht aus Songs aus der Bohne 3. Wie insane gut wurde der Apachen-Style bitte umgesetzt. Ich meine, bei dem Song kann man einfach nur die ganze Zeit mitdenken. Weltklasse, Freunde. Meiner Meinung nach absolut verdient auf Platz 5. Meine Top 5 startet mit Asozial for Life aus Märchen Asozial 3. Deine DNA ein Rätselix-Faktor, Bein am Start. Ein Hammerbeat, mega geil. Die Hook killert übelst. Einfach ein nicer Song. Und außerdem Buxtehuder Märchen. Ehre. Ehre. Ich hab quasi schon gewonnen, stell den Eier für mich kalt. Ich bin fast schon angekommen, use den Bundesmärchen Wahl. Glaube nicht, bin schon lange da. Bin ich meine Frau, falls jemand fragt. Was gibt's nicht? Shit am Start. Let's go, zweite Runde auf das Nitro parat. Auch Hose, bin schon lange am Ziel. Gib es auf, kein Bock hier noch länger vorgeht. Weiter geht's mit Platz 4. Und dieser wird belegt von Könige der Nacht aus Halloween in Asozial. Ich liebe einfach diese Hook. Ich meine, jedes Mal, wenn ich den Song höre, ich muss einfach mitsingen. Ich kann nichts dagegen machen. Ich muss einfach mitsingen. Es schockt einfach, ist genau mein Ding. Zu Recht Platz 4. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Wir sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen. Es ist alles out, wollen wir es haben. Auf meinem Platz 4 ist Ja, Nein, Vielleicht aus Songs aus der Bühne 3. Hab ich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Joya. Ich könnte hier Gänse, wo alle haben, aber du. Das Apache-Thema wurde unglaublich gut umgesetzt. Einfach Weltklasse. Ich würde jetzt gerne mal hören, wie Apache den Song singt. Mein verdienter Platz 4. Stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei. Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Heim. Und nun kommt eine Kombination, die ich mir so vorher absolut nicht vorstellen konnte. Ich war auch irre gehypt darauf, als es in der Episode davor angeteasert wurde. Platz 3, Atemnot aus Songs aus der Bohne 2. Holy shit. Ich meine, wie crazy ist denn das? Einfach zwei so verschiedene Arten miteinander zu kombinieren und dann kommt da noch so ein guter Song bei raus. Crazy. Hier passt wirklich alles und es musste aufs Treppchen kommen. Es musste einfach aufs Treppchen kommen. Deswegen Platz 3. Atemnot durch den Schlaf, weil ich den Solarplexus traf. Ja, die Boden sind so stark, hab morgen sicher. Mein Platz 3 kommt nicht aus Märchen Asozial oder Songs aus der Bohne. Nein, es ist der Poolsong. Was für ein geiles Lied. Und dazu das dieses Projekt. Da möchte man einfach direkt mit am Pool chillen, mitsingen. Ich freue mich schon wirklich auf den Poolsong 2.
mit Live Rino. Ja, Pool, komm doch vorbei. Ja, dann sind wir schon zu zweit. Bitchen, ja, Pool, komm doch mit rein. Ja, dann sind wir schon bei drei. Bitchen, ja, Pool, was ist mit dir? Komm, dann sind wir schon zu viert. Bitchen, ja, Pool, und geh nicht weg. Ja, jetzt sind wir komplett. Die Silbermedaille hat leider einen sehr traurigen Hintergrund. Aber ich finde es auch einer der stärksten Songs von Julian Bam. Platz 2, Bruder muss los, The End. Bruder, was los? Bruder muss los. Ich muss ehrlich sagen, der Song bewegt mich schon sehr. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, dann muss ich daran denken, wie wir die Reaction dazu aufgenommen haben, wo Julian Bam das Ende seines Hauptkanales verkündet hat. Und es war schon ein komisches Gefühl. Aber ich muss auch sagen, ich höre den Song auch heute noch rauf und runter. Ich höre ihn mindestens einmal am Tag. Und ist einfach schön anzuhören und ich finde, er motiviert mich auch für neue Projekte. Also hat er auch was Positives. Jetzt wird's spannend. Mein Platz 2 ist Atemnot aus Songs aus der Bohne 2. Atemnot durch den Schlag, weil ich den Wahnsinn, ich kann mir diesen Song einfach immer geben. Kombination aus Schlager, Rap, zusammen. Einfach ein neues Level von Musik. Einfach mein absoluter Lieblingssong aus Songs aus der Bohne. Er dient mein Platz Nummer 2. Als ich mir Gedanken gemacht habe, wer könnte denn so alles in meine Top 5? Da war mir eigentlich ein Song schon immer klar, nämlich Platz 1 war mir immer klar. Und das ist die Zahnfee. Dabei ist live zu sehen, Schneidezähne, weiße Zähne, in meiner Sammlung darf keiner fehlen, keine Träne, hier ist... Dieser Song ist einfach ein Meisterwerk. Ich meine, die Atmosphäre, die Interpretation der Zahnfee, der Rap-Flow, der krasse Beat und die mega starke Leistung von Julia rundet das Ganze einfach perfekt ab. Ich weiß noch, beim ersten Mal hören, ich hatte Gänsehaut. Für mich hochverdient auf Platz 1. Für die Leute, die im Livestream verfolgen und ein bisschen aufgepasst haben, wissen, was mein Platz 1 ist. Ihr könnt es jetzt eben schreiben. Hans im Glück aus Märchen Asozial 4. Er dient Platz 1. Auf diesen Song habe ich einfach so lange gewartet, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Endlich ist er rausgekommen. Ich habe ihn mir direkt gegönnt. Direkter Ohrwurm-Faktor. Die verschiedenen Rap-Parts. John, Ju, Bam Bam, hin und her. Einfach geil. Die Rap-Flows, der Beat. Es passt einfach alles. Nachher mit der Waschmaschine, mit dem Meckes-Bläser. Ich finde diesen Song einfach überragend. Überragend. Das ist eindeutig mein absoluter Lieblingssong von Ju. Und mein verdienter Platz Nummer 1. Oha, ich check das jetzt mal aus. Alter, was das? Markus Gläser. Was kommt das? Mega viel wert später. Kann ich das haben? Jo, der Bieter. Ich hab hier ne mega krasse Waschmaschine. Markus Gläser am Start, mega Wertanlage. Hab jetzt alle auf die Regenbogenfarbe. Krass, ich bin safe Millionär in ein paar Jahren. Aber was ist das?
Freunde, das war unsere Top 5. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Mal wieder ein etwas anderes Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es uns gerne wissen und gebt einen Daumen nach oben. Den könnt ihr geben. Den anderen nicht? Was? Lasst es uns wissen. Wenn wir die mehr davon sehen, dann müssen wir uns ja noch einen Kopf machen. Freunde, schaut bei Julian Bam vorbei. Schaut bei Julian Bams Zweitkanal Boolean Jam vorbei. Und seinen Livestream-Highlight-Kanal Juckt mich nicht. Alles unten verlinkt. Hätten wir einen Zweitkanal, würden wir den jetzt hier auch anpinnen, aber wir sind mit Alp schon überfordert genug. Freunde, all die Jahre. Lass sie wehen. Ciao. Wir kriegen nie genug.